Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Hier ist er, der Wahlsieger von heute, Michael Ludwig. Herr Ludwig, es läuft gerade Ihre Lieblingssendung. Chubb Westenthaler ergänzt durch Wolfgang Rosam und alle drei haben Ihnen gerade Rosen gestreut. Der Chubb hat Sie in die Reihe von Kreisky und Häupl gestellt. Der Rosam, ich weiß nicht, hat überhaupt nur noch sozusagen Rosen über Sie drüber geschüttet. Das muss ein großartiger Tag heute für Sie sein, oder? Ja, und trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit schätze ich alle drei sehr und freut mich, dass wir dazugeschaltet sind aus dem Wiener Rathaus. Die besten Grüße an euch alle und freue mich, euch auch bald wieder persönlich zu treffen. Es ist ein schöner Tag, das ist richtig, weil mein Ziel war, das Ergebnis vom letzten Mal, das mein Amtsvorgänger Dr. Michael Häupl erzielt hat, mit 39,6% zu erreichen oder zumindest in die Nähe zu kommen. Und das hätte mir vor 2 Jahren, hätten mir das wahrscheinlich viele nicht zugetraut. Und dass es mir gelungen ist, als Spitzenkandidat getragen von vielen in der Sozialdemokratie, aber auch außerhalb der Sozialdemokratie, empfinde ich als Auftrag für die Wienerinnen und Wiener, ein Zukunftsprogramm zu entwickeln, das für möglichst viele Menschen in dieser Stadt nicht nur akzeptabel ist, sondern dass sie auch als einen Sprung nach vorne empfinden. Also von daher freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, Menschen anzusprechen, mir das Vertrauen auszusprechen und dass ich mich sehr bemühen werde, dieses Vertrauen und diese Erwartungshaltung auch zu erfüllen. Sie haben schon angesprochen, ein kleines Wunder vollbracht, weil vor 2 Jahren waren Sie mitten in einer, man möchte sagen, Blutwiese. Ja? Da hat ein Flügel der SPÖ rund um den Herrn Schieder gegen den anderen Flügel der SPÖ gegen den Herrn Ludwig gekämpft. Das war ein brutales Match teilweise. Da sind die Fetzen geflogen. Dann kam es zu einer Entscheidung auf einem Landesparteitag. Und dann haben Sie es in Rekordzeit geschafft, diese extrem verfeindeten Lager zu einen und wieder zu einer Partei zu machen. Heute war von unterschiedlichen Lagern nichts mehr zu spüren. Im ganzen Wahlkampf war von unterschiedlichen Lagern nichts mehr zu spüren. Ja, das ist richtig und das war auch eine Grundvoraussetzung für diesen wirklich großartigen Erfolg. Ich bin auch allen dankbar, auch innerhalb der Sozialdemokratie, dass es dieses Miteinander gegeben hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich andere Parteien anschaut und dass wir uns da fokussiert haben darauf, dass wir für die Bevölkerung arbeiten wollen und das auch deutlich machen, dass wir es können. Und dass wir aber auch Visionen für die Zukunft haben, da bin ich sehr dankbar und ich bin auch getragen worden von einer sehr breiten Zustimmung innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratie und ich werde mich da sehr bemühen, auch dieser Erwartungshaltung zu entsprechen. Jetzt haben wir mehrere Fragen an Sie, lieber Herr Wahlsieger. Die erste ist, Sie haben immer gesagt, Sie warten bis zum Wahltag, bis der Wähler sein Urteil gesprochen hat. Und wenn das vorliegt und Sie einschätzen können, wer gewonnen, wer verloren hat, dann werden Sie sagen, welche Koalition Sie machen. So, das ist eigentlich relativ klar. Der Herr Ellenson hat Ihnen den ganzen Nachmittag schon zu erklären versucht, dass es hier einen großen Sieg für Rot und Grün gibt, dass diese Regierung mit plus 4% bestätigt wurde, dass es selten ist, dass eine Koalition so deutlich gewinnt wie diese. Warum treten Sie nicht jetzt einfach auf und sagen, jawohl, wir machen weiter, wir machen Rot-Grün weiter? Ja, zum einen muss man sagen, liegt ja noch kein endgültiges Wahlergebnis vor. Es gibt so viele Wahlkarten, Wählerinnen und Wähler wie noch nie. Wir gehen davon aus, dass wir Dienstag am Abend oder Mittwoch in der Früh das endgültige Ergebnis vorliegen haben, das durchaus auch noch entscheidend sein kann bei dem einen oder anderen Mandat, was auch für etwaige Koalitionsgespräche von Bedeutung sein kann. Also von daher warte ich einmal das endgültige Ergebnis ab und dann werde ich mit allen Parteien Gespräche führen, auch mit jenen, wo eine Koalition aus meiner Sicht unmöglich ist. Aber ich denke, das gehört zu einer Demokratie dazu, dass man mit allen spricht. Aber ich werde dann vor allem mit jenen Sondierungsgespräche führen, wo eine Koalition in griffbarer
weiter ist und schauen, wo gibt es die meisten inhaltlichen Überschneidungen, um dann vertiefende Koalitionsverhandlungen zu führen. Und es gibt mit allen Parteien gibt's starke Übereinkunft in manchen Themenschwerpunkten. Es gibt aber auch mit allen Parteien durchaus unterschiedliche Auffassungen. Und dort zu klären, wo gibt's die meisten inhaltlichen Überschneidungen, um ein Zukunftsprogramm zu entwickeln, das wird jetzt meine Aufgabe in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Tagen sein. Ich werde auf jeden Fall alles dran setzen, nach Vorliegen des endgültigen Wahlergebnisses sehr schnell in Verhandlungen einzutreten. Das heißt, alles ist offen, alles ist tatsächlich offen. Das heißt, auch eine Koalition SPÖ-NEOS ist offen. Die könnte sein, weil Sie haben ja gesagt, wir warten noch das Wahlkartenergebnis ab, da kann noch das eine oder andere Mandatal zu den NEOS dazukommen, dann sind sie vielleicht koalitionsfähig, haben vielleicht einen Stadtrat, weil dass die Grünen einen Stadtrat haben und koalitionsfähig sind, das dürfte sich ja bis zu ihnen herumgesprochen haben heute. Aber die NEOS sind da natürlich noch ein Zünglein an der Waage und es kann ja durchaus sein, dass sie jetzt die NEOS ernsthaft in Erwägung ziehen, richtig? Ja, es haben alle drei Parteien Zugewinne erzielt. Ist sehr erfreulich, weil in Summe sind alle Parteien gestärkt worden, die das Miteinander in den Vordergrund rücken. Und von daher werde ich jetzt einmal alle Sondierungsgespräche abwarten, um dann eine Entscheidung zu treffen, mit welcher Partei vertiefende Koalitionsverhandlungen geführt werden. Darf ich Sie ganz kurz fragen, was wird denn Ihr Schwerpunkt sein in den nächsten 5 Jahren? Das war ja bis jetzt, Wien zur lebenswertesten Stadt zu machen, gute Umweltpolitik, die besten Öffis Europas. Aber das werden Sie jetzt ja wohl angesichts der Corona-Dramatik anders aufstellen müssen. Da kommen jetzt ganz andere Schwergewichtsaufgaben auf Sie zu, ne? Naja, da haben Sie völlig recht. Das Wichtige ist natürlich gerade jetzt in der Corona-Krise, dass wir auf die Gesundheit der Bevölkerung achten. Da sind wir statt Wien auch im Vergleich mit anderen Großstädten in Europa sehr gut durch die Krise gekommen. Auch dank eines öffentlich finanzierten Gesundheitswesens, auf das wir sehr stolz sein können, das wir auch weiter schrittweise ausbauen wollen. Aber mir ist auch wichtig, dass wir den Blick hinlenken auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft, insbesondere auf die Klein- und Mittelbetriebe, die jetzt besonders stark zu leiden haben unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Und ein Hauptthema für mich in den nächsten Monaten und Jahren wird auch die Stabilisierung des Arbeitsmarktes sein. Ich kämpfe da um jeden Arbeitsplatz und wir haben insbesondere bei den jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, vor, dass wir das Angebot an Lehrstellen erweitern. Aber auf der anderen Seite der Altersstruktur möchte ich insbesondere für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 50 und älter sind, Projekte entwickeln, damit die unverdienterweise oft in Arbeitslosigkeit kommen, wieder die Chance haben, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und mir ist jetzt viel gelungen im Bildungssystem. Wir haben den großen Sprung gemacht, einen Meilenstein, indem wir eine kostenfreie Ganztagsschule mit diesem Schuljahr geschaffen haben, an 70 Standorten. Und das aber weiter auszubauen, ist eine große Herausforderung für die Zukunft. Und natürlich habe ich auch die Themenstellung, mit dem Klimawandel umzugehen. Ich habe ein 50-Punkte-Programm vorgestellt, das gegen den Klimawandel Projekte entwickelt und die Auswirkungen auch des Klimawandels auf die Menschen positiv begleiten soll. Also von daher gibt es viel zu tun. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir es können. Die Sozialdemokratie hat diese Stadt über Jahrzehnte positiv geprägt. Wir können es und wir haben auch Visionen für die Zukunft. Und man wird jetzt sehen, welche der Parteien mit uns diesen Weg in die Zukunft gehen möchte. Ich bin sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, da ein gutes Zukunftspaket zu schnüren. So, letzte Frage. Sie haben ja im ersten Interview um 9 Uhr früh gesagt, Sie sind heute um 4:30 aufgestanden. Ja, geht es jetzt ins Bett oder geht es jetzt noch feiern, Herr Bürgermeister? Nein, ich habe noch weitere Gespräche und dann werde ich natürlich sehr schnell überlegen, was dieses Wahlergebnis, das sich abzeichnet, bedeutet. Also zum Feiern werde ich in den nächsten Tagen nicht Gelegenheit haben, aber ich möchte mich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das mir die Wienerinnen und Wiener geschenkt haben und möchte mich auch bedanken für die sehr spannende mediale Begleitung durch diese Wahlbewegung. Es war ein Wahlkampf, der unter ganz anderen Rahmenbedingungen gelaufen ist, bedingt durch die Corona-Krise. Viele Formate, die insbesondere für die Sozialdemokratie wichtig waren, Hausbesuche, Großveranstaltungen, waren nicht möglich. Von daher war es sehr, sehr gut, dass wir
über die Medien Gelegenheit gehabt haben, in einem doch mehr oder weniger sehr fairen Wahlkampf unsere Positionen zu präsentieren. Und da danke ich auch allen Medien, insbesondere auch dem Medienhaus Österreich, und freue mich schon auf den nächsten, auch wie ich hoffe, persönlichen Auftritt. Ja, und dann dürfen wir Ihnen ganz zum Schluss noch ein nettes Betthupferl mitgeben nach Hause. Denn während Sie gesprochen haben, ist gerade das Endergebnis gekommen. Und man höre und staune, die SPÖ beendet den heutigen Wahltag noch ohne Briefwahlstimmen bei 43,1%. Herzliche Gratulation, Herr Bürgermeister. Dankeschön. Danke zurück aus dem Wien-Rathaus. Alles Gute.